Hallo ihr lieben Mini-Ninjas und willkommen zurück hier bei Dark Souls 3 und dem ersten DLC, The Ashes of Ariandel. Wir machen heute die zweite Episode. Das lässt sich ganz gut sehen, weil wir für das Hauptspiel 40 Episoden à 30 Minuten gebraucht haben. Und jetzt direkt mit Folge 41 gestern gestartet sind. Heute geht's mit Folge 42, also der zweiten DLC-Folge, weiter. Macht sich ganz gut so. Und beim letzten Mal schon gesehen, gibt es da so eine Kirche. Na, wollen wir doch mal hier rüber. Ei, der Witzka. Mal nach unten schauen. Da ist eine Leiter, die nach unten führt. Also geht's noch nicht über die Brücke heute. Ach. Neue Wege entdecken, neue Gegner entdecken, neue NPCs, was ich mich freue. Und eigentlich wollte ich, Wunderfels kriege ich es doch eh, oder? So ein Mumpitz. Ach du Güte! Hier geht's runter? Nee, 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 nee. So nicht. Dann gehen wir zuerst hoch, doch über die Brücke. Krass, also wir hatten am Anfang noch einen anderen Weg, bei dem wir wahrscheinlich irgendwie auf diesen Berg rauskommen am Ende. Und dann dort so nach unten fallen können, irgendwo in diese Richtung. Also es muss hier rechts von uns sein. Vielleicht sieht man das ja von der Brücke aus. Dann da drüben diese Kirche. Eine Kathedrale ist es nicht. Da, an diesem Turm. Zu dem können wir auch noch gehen. Das haben wir beim letzten Mal gesehen. Und jetzt geht's auch noch glatt darunter. So eine Art, ja, Dorf. Aber erstmal schon mal, was es hier oben gibt. Kann euch anvisieren. Ihr macht aber nichts. Ist wieder so. Das ist ja eh immer, ne? Dieses klerikale oder auch kultmäßige Anbeten von irgendwelchen Götzen, Religionen, Kirchen. Da steht einer. Und zieht sich ja durch alle Souls-Spiele. Bloodborne, Dark Souls sowieso. Die reden wir gleich. Wir schauen nur ganz kurz, ob hier hinten. Was ist ein hohler Edelstein? Damit können wir Waffen verzaubern. Den gab es schon früher. Denn wir müssen ja jetzt in diesem DLC wieder Gegenstandsbeschreibung lesen. Und mit dir reden. Well, well. You're Lady Yuria's Lord of Hollows. No bell tolls. And yet, you've slipped into the painting. Oh, no matter. If you've lost your way, the words of Lady Frieda will guide you. Now, go on inside, show respect, and listen carefully. Glockenschlag. Also mit einem Glockenschlag sind wir damals auf dem Friedhof der Asche am Anfang von Dark Souls 3 erwacht. Jedes Mal, wenn die Glocke schlägt, bedeutet das, da kommt wieder ein Auserwählter und ankindelt in die Welt. Ganz offensichtlich haben wir hier keinen ausgelöst, denn wir sind ja auch durchs Gemälde gekommen. What's keeping you? Go on. Right inside. Show respect. And let Lady. What's keep. Show. Okay. Na dann. Milady. Das nächste Leuchtfeuer. Da sitzt Milady. Oh, eine Tür. Vielleicht eine Abkürzung, die wir irgendwann freischalten? Gemälde von einer jungen Dame. Immer die gleichen Gemälde, sind nicht dieselben ganz. Sind ähnlich. Und sieht aus, als ob sie auf einigen Gemälden brennen würde. Ist das? Da fehlt ein Kopf, oder?
kleines Mädchen an der Seite. Lange Haare, da gehe ich von einem Mädchen aus. So dreist bin ich. Obwohl, ich hatte mein halbes Leben lang selbst lange Haare. Und trotzdem. Welcome to the painted world of Ariandel. I am Frida. I have long stood beside our blessed father and the rest of the forlorn. But forlorn thou seemest not, Lord of Hollows. I know not the missteps which led thee to this painted world, but thy duty is all, and thy duty lieth elsewhere. Return from whence thou camest. I presume it visible to thee? The bonfire here in this room. A meek and faded thing, but 'twill guide thee nonetheless. Kann es sein, dass sie auf mich reagieren, weil ich das Hauptspiel zu Ende gespielt habe und das Lords of Hollow Ende zwar noch nicht getriggert habe, aber wir haben ja den Lord of Cinder schon besiegt, aber noch nicht das letzte Bonfire angewählt, aber dass sie es trotzdem schon merken? Ah, yes. There is a thing thou shouldst by rights possess. A remembrance of this cold world for the great Lord of Londor. May it help thee bear thy duty. Frostbissring. Also Lord of Londor, das sind wir ja, der Höhlenherrscher. Ach, sieht das manchmal geil aus, die Stimmung. Gerade mit dem Licht auf der Rüstung. Now, return from whence thou camest. Thou'st a place in that world, and that alone is cause to rejoice. Now, thou'st a place. Es scheinen einige Leute zu geben, die hier gegen... Oh, da ist eine Leiter. die hier kämpfen gegen sie? Kann man sie einfach angreifen? Immer umgucken in Dark Souls spielen. Schwere Nöte. Hier scheint jemand ein Gemälde zu malen. Ein Gemälde innerhalb eines Gemäldes. Es sind schon ordentliche Schichten aufgetragen und man kann noch nichts erkennen. Und ist auch niemand da. Oh, kann man ganz kurz noch dahinter? Es sind nur Rollen. Lagerkiste organisieren. Dann mache ich das jetzt mal ganz schnell. Wir packen einfach mal alles schnell in die Kiste rein. Wir haben 4 Schollen, das heißt, wir könnten 4 Waffen auf Stufe 10 bringen, über den Standardpfad. Die Schlüssel behalten wir einfach mal alle. Zauber benutzen wir nicht, von daher können die alle hier rüber. Und bei Waffen mache ich es, glaube ich, genauso. Ich packe die einfach alle rüber. Da wir ja wirklich einfach weiter mit der Stachelkeule kämpfen werden und das sich so einfach besser finden lässt. Nur bei der Ausrüstung muss man ein bisschen schauen, dass ich die Pharon... wobei, einen Bogen... behalten wir einfach mal da, falls wir irgendwas anschießen müssen. Glöckchen wollen wir auch keine mitnehmen. Schilde, Fackel behalten wir auch da. Schilde... Das Drachenwappenschild. Ich habe nicht das... Kann ich ihn wechseln? Nein. Kann ich das hier nicht aus der Lagerkiste wieder rausnehmen? Zur Kiste wechseln. Ich trage nicht den Shield of Wand. Bin ich bescheuert? So. Hä? Will ich aber so nicht.
So, wir tragen Faram. Der Rest kann schnell weg. Ich weiß es jetzt gerade nicht spannend, aber das tut mir leid. Kann man nichts machen, steckst du nicht drin. Faram-Rüstung. Söldner Stulpen? Nee. Sind die Faram-Stulpen da? Die behalten wir nämlich hier. Und was tragen wir hier? Wir tragen die richtigen Hosen bereits. Gibt zwar keine Set-Boni, aber trotzdem. So ein ganzes Set sieht natürlich ein bisschen schöner aus. Das ist, glaube ich, alles okay. Ringe sind, glaube ich, auch okay, wenn wir sie einfach behalten. Ganz wenig Covenants geholt. Den ganzen Sponsens kann man auch. So. Ja. Dann überlege ich jetzt natürlich, ich glaube, wir teleportieren uns heute zum Start zurück. Nicht hierhin, sondern wirklich ganz zum Anfang des Gebietes und gehen einfach den Weg rechts lang zu diesem einen Turm. Wenn hier jetzt... Ach, ich hätte natürlich mit ihm draußen nochmal vor der Kapelle reden können. Nachdem uns Milady Frieda im Englischen, glaube ich. Im Deutschen Friede. Nachdem sie uns gesagt hat, dass wir uns verziehen sollen. Vielleicht reagiert er ja darauf. Aber ich glaube, wenn wir hier durchrennen, für niemanden stehen bleiben, sollten wir ganz gut durchkommen. Schau an, schau an, schau an, schau an. Es geht runter. Ist die Frage, wie das mit den Wölfen ist? Telefon. Da muss ich heute nicht rangehen. Doof stelle ich mich aber schon heute an. So. Oh, hier ist noch einer. Guten Tag. Bis hierhin waren wir ja das letzte Mal gelaufen. Nichts mehr. Und da müsste jetzt vor uns dieser Typ mit dem Skyrim-Helm, nein, ja, ist kein, mit dem Geweih auftauchen, genau. Der sieht nicht so aus, ob er leichtes Spiel wäre. Hallo. Ich kenne sie noch nicht. Oh, geht. Geht. Ein bisschen zu langsam. Habe ich, glaube ich, Glück gehabt, ein bisschen. So, eigentlich immer an der Wand entlang, wie im Labyrinth, aber... Da ist noch so einer. Doch, ich glaube, dann gehen wir mal an der Wand entlang. Ah! Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Weißt du, du bist mich am Nerven tun. Das ist ein Gegner, der mir nicht gefällt.
Oh, das war ja schon wieder cool. Aber trotzdem finde ich dich doof. Und ich wollte den Schild wechseln, denn wir tragen die ganze Zeit den Drachenwappenschild mit Feuerresi und gar nicht den Schild of War und des Verlangens, dem ich standardmäßig eigentlich hier spiele. Hier ist der Turm. Da sehe ich Beine. Oh, okay. Gut, der hat Schaden gemacht, obwohl ich geblockt habe. Und hier stand ich jetzt nicht genau dahinter. Das ist natürlich sehr clever. Okay, da ist noch so ein Wikinger-Typ und ein Wolf. Können euch die Pfeile auch erwischen? Schwer, Hilfe. Ich rolle langsam. Wer hätte das denn ahnen können? Jetzt die Frage, gehen wir Richtung Turm und schauen, was da auf uns schießt? Oder in die andere Richtung, da hoch. Und da hoch. Komm, wir gucken erstmal. Hier müssten wir theoretisch zum Leuchtfeuer kommen. Wenn da nicht schwebende Wölfe wären. Und der große Wolf auch wieder kommt. Aber immerhin lag ich mit meiner Vermutung richtig, dass er nicht verschwunden ist. Oh Gott, das wird mein Ende sein hier oben. Wieder verschwunden. Puh. Er ist einfach wieder verschwunden. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ach, nicht euer Ernst, oder? Das war vielleicht doch nicht so klug, hier zu lang zu gehen. Ich weiß, wo wir sind. Aber das heißt, dass wir diesen Weg hier nochmal machen müssen. Ach, Scheiß. Seele eines unbekannten Riesen. Was bin ich denn mit einem Riesen? Das ist jetzt natürlich ärgerlich, das tut mir leid. Damit habe ich so nicht gerechnet, dass man da runterfällt. Hätte ich jetzt diesen Weg gesehen, dass man da runterspringen kann, hätte ich den nämlich nicht genommen. Aber das sind die kleinen Geheimnisse eines frischen DLCs, den ich noch nicht kenne. Ja, dann würde ich sagen, einfach wieder durchrennen. Schauen, inwieweit dieser Geweihtypen respawnen. Jetzt habe ich wirklich keine Träne. Naja. Aber dafür mein Schild wieder mit mehr Ausdauerregeneration.
Wir können mal schauen, inwieweit es sich lohnt, hier wirklich einfach. Shit, it didn't. War hier nicht noch einer da? Aber zumindest sehe ich keine mehr kommen. Es sieht so aus, als ob sie mich nicht gefunden haben, was ja ganz nett ist. Okay, du bist wieder da. Also bist du kein großer Spezialgegner. Aber du warst ja gerade gar nicht so schwer. Wir dürfen nur nicht in Reichweite des Turms kommen. Des hiesigen Bogenschützen. Ich hau dem aber richtig schön an. Aber ich wollte es mal ausprobieren, wie das geht. Ob wir uns gegenseitig richtig schön einen draufhauen können. Können wir. So, dann gehen wir dieses Mal, würde ich sagen, direkt hier links hoch. Da habe ich doch noch einen Weg gesehen. Ach, das war der Baum. Oh, ja, ja, ja. So, hier bin ich außer Sichtweite des Baumes. Nächstes ihr. Oh, Wölfe. Alles kein Ding mit unserer riesigen Stachelkeule und wirklich ein bisschen zu hohem Level für diesen DLC. Also ein bisschen ordentlich hoch. Ich bin schon gestört. Schießt wieder jemand. Out! Wie hat der denn da getroffen? Das ist doch alles voller Bäumchen. Es ist ein Wolf dabei. Ah, so einer bist du. Da ist noch einer. Hey, der Mitzka, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Verschwindet der dann manchmal? So, du komm mal her. Mach mal deinen Dreierschlag. Oder den. Ich bin müh schneller als er. Das gefällt mir sehr. Keulenvariante. Okay. Die Keulenvariante, die ich einfach mal unterschätzt habe. Schöner Follow-up. Schwerer Schlag, leichter Schlag, kombiniert. Mühlenfrost, Großbogen und Großpfeile.
Ja, die werde ich. Wobei, die sind, glaube ich, stärker, die Großdinger. Könnte sein, dass ich die tragen kann. Da, ja. Einwandfrei. Was sagt er denn? Dieser Großbogen der Mühlenforstritter besteht aus schwarzer Eiche und erfordert den Einsatz besonderer Großpfeile. Das heißt, die Mühlenforstritter hätten damit ihren Erzfeind bekämpft, den Drachen des Abgrunds. Es gibt einen Drachen des Abgrunds, okay. Ja, sieht aus wie fertig. Kann man hier. Da unten waren wir schon. Aus dieser Ecke hier hinten kommen wir. Dann würde ich doch mal sagen, schauen wir, dass wir noch schnell die Patrouille da unten, den Wolf mit dem Keulenhaino. Oh, hier ist er noch. Ist hier rübergelaufen? Guck mal ran. Was? Ist da nicht euer Ernst? Unschön, unschön. Zwei unschön. Ich muss mal kurz weg. Dummer Junge. Ganz weg. Kleine Titanitsch-Scherbe. So, und da wir hier gefeit sind vor den Pfeilen, würde ich sagen, höre ich einfach an der Stelle auf für heute. Wir sind genauso weit, wie wir vor meinem kleinen Abstecher nach links zu diesem Riesenwolf und dann dem Runterfallen zum Leuchtfeuer, das wir schon kennen. Soweit sind wir wieder. Wir haben dieselben Gegner oder die gleichen Gegner wieder bekämpft, sind also beim nächsten Mal da in diesem Turm unterwegs und gucken noch, was auf diesem kleinen Plateau da los ist. Bis jetzt, ja, ich lasse mir Zeit. Zweite Folge, noch keinen Boss gesehen, aber davon bin ich auch nicht ausgegangen. Ich mag das Gebiet so grundsätzlich von der ganzen Stimmung her. Dieses kalte, bis jetzt nicht enttäuscht. Bis morgen, ihr Lieben.